So, dann willkommen zum ESB-Tutorium mit Aufgabenblatt Woche 9. Wir haben ganz viel zum Thema Zeitverhalten von Schaltungen oder Schaltblöcken. Und ja, hier läuft es unter Schaltwerkanalyse. Im Endeffekt geht es aber eben darum, auch zu gucken, was gibt es an unterschiedlichen Schaltwerken und wie kommt man damit halt weiter, wenn man, naja, zum Beispiel minimieren wollen würde oder was guckt man sich da an? Wenn wir uns Aufgabe 9.1 anschauen, dann gibt es da einmal ein Beispiel zum Thema, wie funktioniert das mit dem Ripple Carry Addierer. Vielleicht schauen wir uns einmal noch mal ganz kurz die verschiedenen Arten von Addierern an, beziehungsweise den grundlegenden Aufbau, damit ihr das als Basis für das Ganze habt. Und zwar haben wir ja oder gibt es zum einen Halbaddierer. Halbaddierer kriegen zwei Eingänge, ein X und ein Y. Und als Ergebnis einmal die Summe oder die Berechnung. Und dann kann es sein, dass wir ein C haben, ein Carry, ein, ja, ein Übertrag. Stellt man sich natürlich die Frage, wenn wir sowas haben wie Überträge, die es gibt, was macht man denn, wenn man damit weiterrechnen will? Wenn man nur Halbaddierer zur Verfügung hat, müsste man quasi diesen Übertrag immer in einen der beiden Eingänge vom Halbaddierer reinführen. Ist vielleicht nicht so das Effizienteste. Deswegen gibt es dann auch die Variante, dass, beziehungsweise dann ist die Weiterführung des Ganzen der Volladdierer. Der hat dann im Gegenzug drei Eingänge. Also zum Beispiel X und Y, aber auch das C in für Carry in, also den eingehenden Übertrag. Ausgang, natürlich wieder die Summe und das C out. Also Carry Out, der ausgehende Übertrag. Ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen, weil das hattet ihr auch in der Vorlesung oder habt ihr noch in der Vorlesung, je nachdem, wie weit ihr da jetzt gekommen seid, ist natürlich eine unterschiedliche Anzahl an Schaltgattern. Ein Halbaddierer würde man zum Beispiel umsetzen mit einem und einem XOR-Gatter. Den Volladdierer würde man aus zwei Halbaddierern und einem Oder-Gatter umsetzen. Das heißt, zwei Halbaddierer waren also zwei mal zwei Schaltblöcke plus ein Oder-Gatter wären man also bei fünf Blöcken. Könnte aber auf die Art und Weise direkt das Carry-In dann auch mitverarbeiten. Das vielleicht erstmal grundlegend Halbaddierer und Volladdierer. Warum ist das jetzt relevant? Im Beispiel des Aufgabentextes haben wir jetzt den Ripple Carry Addierer. Der soll eine, ja, der Ripple Carry Addierer addiert zwei n-stellige Zahlen. Ergebnis hat dann n plus 1 Stellen. Und der Ripple Carry Addierer würde vereinfacht dann folgendermaßen aussehen können. Wir haben mehrere Volladdierer, die quasi in Reihe hintereinander laufen. Also der erste Volladdierer kriegt dann die nullte Stelle von den zwei Zahlen a und b. Und gegebenenfalls ein Carry-In.
Wir haben die Summe der nullten Stelle. Ne? Also das wäre, wenn wir einfach binär addieren, ganz rechts die Stelle. Und der Ausgang aus diesem Volladierer geht dann als Eingang bzw. als Carry-in in den folgenden Volladierer. Das wäre dann der für die nächstfolgende Binärstelle, wo dann die Addition von B1 und A1 den Stellen gemacht wird, also dann der vorletzten Stelle jeweils der Binärzahlen plus der Berücksichtigung des Carries. Ergebnis wäre dann, was an der Stelle, welche Ziffer an der Stelle ist. Und natürlich gibt es auch hier dann wieder ein Carry-out. So, und das kann man jetzt beliebig weit fortführen. Na, ich könnte jetzt ja hier wieder in den nächsten Volladierer reingehen, kann dann das Ganze hintereinander hängen. Das ist die Idee beim Ripple Carry Addierer, dass ich damit, ja, dann habe ich n Ripple Carry Addierer, um damit n Bit lange Zahlen addieren zu können. So, in der Aufgabe geht es jetzt so ein bisschen um das Thema Verzögerung. Da wird ja auch schon gesagt, was ist denn, wenn ich hier mir den Ripple Carry Addierer anschaue. Ich brauche ja, um dann jeweils den davor liegenden Volladierer berechnen zu können, muss ich ja wissen, was mein Carry-In ist. Deswegen heißt es an der Stelle, ich kann in der zeitlichen Abfolge, also wenn wir hier uns irgendwie so eine Timeline setzen, dann kann ich hier eher den Volladierer 1 berechnen. Dann habe ich mein Ergebnis. Dann kann ich erst meinen Volladierer 2 berechnen. Dann habe ich mein Carry, also meinen Ausgang Carry Out, was dann als Carry In ins nächste, in den nächsten geht. Und dann in den nächstfolgenden und so weiter und so weiter. Und damit würde natürlich die Berechnungszeit immer, ja, davon abhängen, wie viele ich hintereinander hänge, wie viele Volladierer ich hintereinander hänge, wie viele N-Bit ich berechne. Und das heißt, unsere Verzögerung bei diesem Ripple Carry Addierer beträgt N Zeitschritte. Also weil das jeweils die Länge, die Dauer von einem Volladierer wir von ausgehen als eine Zeiteinheit. Irgendwo stand das da oben. Genau da. Als Zeitmodell nehmen wir eine Verzögerung von jeweils einer Zeiteinheit für den Volladierer, einen Multiplexer und alle beim Carry-Lookup, ja, und so weiter an. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 3-Bit-Volladierer beim Ripple Carry hätte, dann hätte ich halt 3 Zeiteinheiten, die ich brauche, und das wäre dann die Verzögerung. Und dementsprechend gibt es direkt eine Relation zwischen der Anzahl der Volladierer und der Verzögerung um n Zeitschritte. Und deswegen sind es n, ja, n Zeitschritte Verzögerung. Das erstmal für den Ripple Carry Addierer. In der Aufgabe geht es dann jetzt darum, dass ihr euch 2 andere Addierer anschaut und eben schaut, was bedeutet das für die eigentlich? Welche Verzögerung haben wir da? Beziehungsweise wie viele Zeitschritte bedeutet das Ganze? So, ich kann natürlich mit euch das jetzt nicht im Detail durchrechnen, aber wir können zumindest mal einen kurzen Blick auf die Addierer werfen. Ich würde sagen, vielleicht am ersten einmal auf den Carry Select uns anschauen. Das ist der aus B. Der Carry Select, da steht auch schon so ein bisschen der Hinweis, dass es eine Aufteilung in M-Blöcke gibt. Also die Idee ist, wenn wir hier zwei
Zahlen haben, die addiert werden sollen, dass wir das kleiner schneiden. Vielleicht auch nicht in zwei Blöcke, vielleicht auch in vier Blöcke oder drei. Diese Aufteilung, die dann jeweils eine gleiche Anzahl an Bits hat. Also hier wären es vier Blöcke. Ne? Und diese Blöcke haben jeweils n durch m Bits. Wie funktioniert das dann? Wir haben einzelne Blöcke und in jedem Block wird quasi doppelt gerechnet. Also wir hatten hier ja diese Ripple-Carrier-Kaskade von mehreren Volladdierern und haben ja festgestellt, das Problem ist, wir müssen immer auf den Eingang warten vom vorigen Addierer, was ja ein bisschen doof ist. Weil das ist ja das, was diese ganze Verzögerung verursacht. Wir müssen immer darauf warten, was haben wir für einen Übertrag aus dem vorigen, bevor wir weiterrechnen können. Um das zu umgehen, ist beim Carry Select die Idee, dass man einfach beides parallel rechnet, beide Optionen. Also das heißt, ich würde hier quasi meinen Volladdierer nehmen und rechnen, aber ich habe einen Volladdierer, der gleichzeitig rechnet. Also jeweils natürlich kaskadiert. Na, da sind welche. Beziehungsweise, das ist ja der Ausgang. So, wir haben ja eine Kette von verschiedenen Volladdierern. Und bei dem einen gehe ich davon aus, dass da eine 0 reinkommt. Und bei dem anderen gehe ich davon aus, dass da eine 1 reinkommt. Das heißt, ich rechne beide Optionen parallel. Und habe dann am Ende ja hier mein Carry Out, einmal für die Option 0 und einmal für die Option 1. Das Ganze mache ich nicht nur einmal, das mache ich hier auch nochmal. Also eben, wenn ich das jetzt in vier Blöcke geteilt habe, mache ich das viermal. Da aber die einzelnen Blöcke ja jeweils schon rechnen können, kann ich damit, ja, was ist es dann? Das wäre dann ein Viertel der Zeit, ne? Dann statt die ganze Zeit zu warten, rechne ich die Blöcke jeweils parallel, die dann intern abhängig von der Anzahl der oder von der Länge innerhalb eines Blockes dann entsprechend ihre Rechenzeit haben. Und was ich dann natürlich noch machen muss, ist, dass ich am Ende entscheide, und zwar, das wird mit einem Multiplexer gemacht. Oh Gott, schreiben kann ich heute gar nicht mehr. Also in meinen Multiplexer würden beide Optionen reingehen. Und wenn ich dann von meinem vorigen Block hier hinten die Info kriege, was habe ich eigentlich an wirklich Carry, wird entsprechend das weitergegeben. Und hier gilt natürlich auch das Gleiche. Ich habe zwei Carry Outs. Und kann dann entsprechend auswählen durch das Steuer, ja, dadurch ist es quasi ein Steuersignal, wie ich dann weitergehe. So, beim ganz rechten Teil brauche ich natürlich nicht zwei parallel berechnen, da weiß ich ja schon, was es ist. Da muss ich dann auch nicht irgendwie, also quasi bei meinen Volladdierern hier in der Kaskade. Da habe ich ja keinen Übertrag, der reinkommt. Das heißt, da würde ich dann direkt die eine Berechnung machen können. Trotzdem braucht sie natürlich die gleiche Zeiteinheit anhand der Blocklänge. Habe dann eben den Übertrag da raus und dann werde ich bei den anderen mir das entsprechend ergänzen oder werde ich das bei den anderen anhand des Übertrages dann auswählen, ob ich jetzt die Variante oben mit Übertrag 0 oder die Variante unten mit Übertrag 1 nehme.
Und so gehe ich dann durch, ja, durch die Blöcke durch. Das ist der Carry Select Addierer, so in ganz grob zusammengefasst. Jetzt sehe ich hier noch ein sehr Stirnrunzeln. Das heißt, die Hälfte der Arbeit der Volladierer ist für die Tonne, korrekt. So kann man es auch beschreiben. Genau, die Idee ist halt wirklich, dass man einfach die Berechnung schneller machen kann. Nachteil, du brauchst deutlich mehr Platz auf deinen, also ne, du hast ja deutlich mehr Schaltgatter in dem Ganzen. Also brauchst du halt natürlich mehr Platz auf dem Speicher, auf der Platine. Deswegen muss man sich natürlich überlegen, was ist eventuell eine gute Größe, dass man nicht unnötig klein das Ganze baut. Also eine gute Balance hat zwischen der Kaskade, aber eben auch der Anzahl Blöcken. Deswegen habt ihr auch die Frage da noch dazu mit, wie muss M gewählt werden, um die Verzögerung zu minimieren. Also M war ja die Anzahl der Blöcke. Wenn ihr was minimieren wollt, dann müsstet ihr vielleicht so ein bisschen mehr euch nochmal an die Mathematik erinnern. Da nur so als kleiner Tipp, guckt euch doch nochmal an, wie ist das eigentlich? Ist das ja ein Extremwert, den man haben will? Und wenn es ein Extremwert ist, dann kann man da vielleicht mit Ableitung arbeiten. Das wäre, wie ihr dann die Verzögerung an der Stelle minimieren könnt. Genau, das ist der sehr grob von mir dargestellte Carry Select Addierer. Dann würde ich sagen, gucken wir noch mal kurz auf den. Oder doch noch eine Nachfrage? Nein, okay. Genau, sollte eigentlich ja auch, wie gesagt, schon in der Vorlesung einmal erklärt sein oder erklärt werden. Dann der Carry Look Ahead. Der hat ja die Theorie oder der Gedanke hinter dem Carry Look Ahead ist, dass man manchmal vielleicht schon aufgrund von seinen Werten entscheiden kann, was eigentlich, ja, ob es zum Übertrag kommt oder nicht. Das ist eigentlich die grundlegende Idee dahinter. Ich überlege, ob ich einen Übertrag habe oder nicht. Und teile mir dann den Rest ein wenig ein. Schnappen wir uns mal kurz in das eine Beispiel aus der Vorlesung vielleicht dazu. So, es gibt zwei verschiedene Sachen beim Carry Look Ahead. Es gibt einmal die Teilschaltung für Summierung oder Sum. Und es gibt die Teilschaltung jeweils für Carry Look Ahead. Die Details, würde ich sagen, könnt ihr euch in der Folie sonst noch angucken. 573 und 74 sind die nochmal. Für uns ist eigentlich der wichtige Punkt, ja, wie gesagt, ist die Unterscheidung. Mal, wie machen wir das am besten? Schnappen wir nochmal ein anderes Beispiel hier. So, und bevor mich nachher irgendwer hier anschwärzt, einmal noch die Quelle hinzufügen. Das habe ich mir gerade mal kurz bei Wikipedia geklaut, beziehungsweise vorher geklaut, weil das Beispiel halt eben sehr gut ist.
So, und zwar ist es nämlich so, dass man bei, wenn man jetzt irgendwie einen 4-Bit-Addierer nehmen würde, das ist das, was, oder 4-Bit-Addierwerke nehmen würde. Wie gesagt, wir haben ja hier einmal die, warum darf ich jetzt nicht, bin auf der falschen Ebene, einmal die Summen oder Sum-Blöcke. Und wenn man da 4-Bit-Addierwerke nehmen würde, dann könnte man halt eben entscheiden, dass ja, von Werten von 0, 0, 0, also von 4 mal 0 bis 3 mal die 1 und 0 in der Summe kein, ja, es egal ist, was für ein Übertrag reinkommt, das ist mit beliebig gemeint. Weil es eh keinen Übertrag am Ende geben wird. Also wenn ich jetzt unabhängig, wenn ich mir jetzt einfach nur einen Teil rausschnappe von der langen, von zwei langen Bitstellen, die ich miteinander, oder zwei Binärzahlen, die ich miteinander addiere, und dann nehme ich einen Teil und das sind jetzt vielleicht 4 Bits, und ich bin in der Summe von diesen 4 Bits bei diesem Wert hier, habe also kein. Die fünfte dicke Null, die soll da so ein bisschen den Übertrag symbolisieren. Wenn ich keinen Übertrag, wenn ich innerhalb dieses Wertebereichs liege, dann ist egal, was ich für einen Carry-In kriegen würde. Der Übertrag würde eh absorbiert werden, heißt es. Es wird kein Übertrag kommen. Das ist die Idee dahinter. Das heißt, ich bräuchte keinen Übertrag später. Habe ich hingegen eine Zahl in der Summe, die auf jeden Fall schon mal eine 1 vorne hat. Das heißt, wenn ich durch die Summierung von meinen beiden 4-Bit-Stellen, also 4-Bit-Teilen an der Stelle, wo ich bin, eine 1 vorne habe auf der fünften Stelle, dann habe ich schon einen Übertrag generiert. Dann ist mir egal, ob ich noch einen Übertrag gegeben bekomme von dem Block vor mir. Ich werde eh immer einen Übertrag generieren. Ja. Und das heißt, das Einzige, das heißt, entweder wird der Übertrag eh verworfen, also absorbiert, oder es wird den Übertrag immer generiert. Und das Einzige, wo es so ein bisschen spannend wird, ist, wenn die Summe von meinen beiden Stellen auf 4 mal die 1 endet. Weil ich dann erst den Übertrag brauche, um zu wissen, ob ich einen, ja, ob ich selber einen Übertrag erzeugen werde. Und spannenderweise, und das ist das, wenn wir sehen, wenn ich als Übertrag dann bei dieser Summe eine 0 kriege, dann werde ich keinen Übertrag generieren. Oder kein, dann kommt da kein Übertrag. 4 mal die 1 plus 0, immer noch kein Übertrag. Wenn ich eine 1 reinkriege, dann habe ich auch einen Übertrag. 4 mal die 1 plus 1 ergibt einen Übertrag. Das wird hier auch zusammengefasst als, der eingehende Übertrag wird unverändert propagiert. Also quasi weitergereicht. Deswegen unterscheidet man zwischen den Fällen, ob ich generiere, propagiere oder absorbiere. Und das kann man nicht nur auf einem 4er-Bit-Teil sich angucken, sondern das kann man auch zusammenhängen. Wenn man nämlich sich jetzt mehrere Addierwerke zusammenhängt. Sekunde. Dann, ohne da jetzt in die Details zu gehen, mit zu vielen Beispielen, aber wir haben den Fall, wenn ich auf dem höherwertigen, also den weiter links liegenden Addierwerken bin und ich absorbiere eh meinen eingehenden Übertrag, dann ist mir relativ egal, was ich eben darunter kriege. Zusammengefasst würde ich immer absorbieren. Wenn ich immer generiere, also wenn ich schon generiere, dann ist mir ja egal, was ich aus dem darunter kriege. Also würde ich immer auch als zusammengefasstes Addierwerk generieren. Und auch hier die Unterscheidung ist dann hauptsächlich bei dem Propagieren. Und da hängt es auch wieder davon ab, was passiert in meinem niedrigerwertigen, also dem, was weiter rechts ist. Also, warte, rechts ist dann die Richtung für euch. Deswegen wird bei dem Carry Look Ahead auch von Generate und Propagate gesprochen.
was man da auch hat. So, was passiert jetzt also bei dem Ganzen? Ihr seht in der Zeichnung schon, dass wir im Endeffekt eine gewisse Baumstruktur haben. Und diese Baumstruktur sagt Folgendes aus. Also wir haben ja einmal unsere Sum-Blöcke oder unsere Adders, unsere Addierblöcke. Und das, was dort gemacht wird, ist, es wird für den Ausgang, das kann man hier, glaube ich, gar nicht so genau jetzt eben sehen, also diese Ausgänge, die da rauskommen, sind auch Ausgänge für, wird ein Carry generated oder wird ein Carry propagated? Also das, was wir uns eben angeguckt haben. Und das heißt, als erstes, was hier in diesem ganzen Addierwerk oder was in dem Carry Lookahead Adder passieren würde, ist, dass ausgerechnet wird einmal die Summe von allem und das kann ja alles parallel passieren. Und dazu die Frage, habe ich ein Generate oder Propagate vorliegen? Das ist der erste Schritt, der hier passiert. Das dauert halt so lange, wie halt mein Addierer braucht. Wie viel Zeit dafür benötigt wird, steht im Aufgabentext, wovon ihr ausgehen sollt. Wenn das passiert ist, dann können wir die Berechnung verknüpfen mit den anderen Blöcken aus diesem Generate und Propagate. Und wir müssen einmal quasi den Baum bis ganz nach unten durchlaufen, weil wir ja hier hinten das brauchen, das Carry-In. Das ist die Info, die wir bisher ja noch überhaupt nicht benutzt haben. Wir haben erstmal ja einmal nur gesagt für unsere Teilblöcke. Ja, also wenn ich einen Übertrag kriege, dann mache ich das. Das ist das Einzige, was wir gesagt haben. Und deswegen füge ich das alles zusammen, kriege dann unten mein Carry-In. Und jetzt habe ich ja für alle Blöcke und für alle Zwischenblöcke schon gesagt, was mache ich denn eigentlich, wenn ich die Info habe, was ich von einem Übertrag von rechts quasi reinbekomme. Dann könnt ihr euch jetzt vielleicht vorstellen, was als nächstes gemacht wird. Man läuft den Baum wieder zurück in seine ganzen Einzelteile hier oben und nutzt den tatsächlichen Wert mit Hilfe von dem Carry-In, um dann zu berechnen, ob man den eigenen Wert jetzt noch irgendwie anpassen muss. Heißt, wir sind irgendwann oben bei unseren Summenblöcken. Und dann müssen wir einmal noch diese Summe, diese Berechnung, also wenn wir die Rückantwort haben, müssen wir das natürlich einmal noch zusammenrechnen. Also das, ob wir jetzt einen Carry da zukriegen oder nicht, das muss dann einmal noch addiert werden. Das heißt, ihr werdet zweimal den Baum durchlaufen. Ja? Ja. Du brauchst den Übertrag noch. Die Idee ist, dass du, du hast recht, es ist für diesen Teil im Ergebnis ist es nicht relevant. Die Idee ist aber, dass du mit Hilfe von dieser Baumstruktur die Info über, wo hast du Überträge oder wo muss ich dann eine Berechnung mit dem Übertrag machen, dass du die schneller durch den ganzen Baum verteilst. Das ist so die Grundidee dahinter, damit du nicht eben nacheinander auf was wartest.
Ich weiß jetzt gerade nicht, an welcher Stelle. Ach so, ja. Die Tabelle ist nicht für die letzte Berechnung. Am Ende muss natürlich noch einmal die Info berechnet werden in den Summenblöcken. Also die Summenblöcke rechnen noch einmal. Die Tabelle ist dafür da, dass du die Info berechnen kannst für Propagate und Generate. Also Propagate, die Leitung für Propagate kann ja 0 oder 1 sein. Propagiere ich oder propagiere ich nicht? Die Leitung für Generate kann 0 oder 1 sein. Generiere ich oder generiere ich nicht? Diese Info gilt es erstmal nur zu berechnen. Dafür ist diese Tabelle gedacht. Und dann, wenn ich zurückkomme und wenn ich die Info mit genutzt habe, dass ob ich ein Carry-In überhaupt bekomme von irgendwo in diese Schaltung, dann muss ich ganz am Ende noch einmal natürlich berechnen. Dann ganz am Ende kriege ich durch den Rücklauf, durch die Schritte ja wieder die Info, habe ich jetzt aus meinem Vorblock ein Carry bekommen oder nicht. Und wenn ich einen habe, dann muss ich ihn auch, dann muss ich ihn auch berechnen. Wie gesagt, ihr lauft zweimal durch eine Baumstruktur, das heißt, meine, vielleicht steht es auch in den Vorlesungsfolien, aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber da steht so ein bisschen so eine Hilfe zu, oder die Frage ist halt ja eben, was bedeutet eigentlich Zeitaufwand, um durch eine Baumstruktur zu laufen? Könnte sein, dass das vielleicht mit dem Logarithmus zu tun hat. Das heißt, ihr würdet das in mehrere Schritte beim Carry-Look-Ahead teilen. Die erste Berechnung der Propagate und Generate. Einmal durchlaufen der Baumstruktur nach unten oder oben, je nachdem, wo man die Wurzel hinsetzt. Zurücklaufen der Baumstruktur und dann muss nochmal berechnet werden. Vier Schritte. Und wenn ihr das alles zusammen habt, dann könnt ihr auch sagen, was die Verzögerung ist vom Carry-Look-Ahead. Du schaust immer noch skeptisch. Ich weiß, es ist so ein bisschen tricky an der Stelle, weil der Carry-Look-Ahead nicht ist nicht der übersichtlichste. Genau, und wenn ihr in A und B dann jeweils berechnet habt, wie eine Verzögerung aussieht, also grundsätzlich, ihr habt dann ja eine Verzögerung abhängig von n bzw. n und m, also eine allgemeine kleine Formel dafür, dann sollt ihr in C das quasi eigentlich ja, einmal ausrechnen. Das heißt, ihr würdet das dann einsetzen mit 64, was ist das? Ja, ein N von 64 oder ein N von 256. Und statt Zeiteinheit habt ihr dann 35 Pikosekunden. Das dann entsprechend ausrechnen, umrechnen, vielleicht noch irgendwie in eine Taktfrequenz mit Megahertz. Aber als erstes müsst ihr halt eben einmal gucken, was gilt allgemein für die Addierer. Gut. Super, so eine kleine Aufgabe und wir sind schon bei einer halben Stunde weg. Naja. Aufgabe 9.2 hat auch Zeitverhalten von Schaltungen. Und zwar muss ich mal gucken, welche ich wollte. Nein. Die Schaltung wollte ich. Der Gedanke ist, wir haben eine Schaltung mit zwei Eingängen. Bei mir heißen sie jetzt A und B. Und da sind verschiedene Elemente, verschiedene Gatter drin. Und wir sollen quasi einmal schauen, was bedeutet das dann für einzelne Bereiche in diesem Netz. Für die Hausaufgabe habt ihr auch direkt vorgegeben, dass ihr mit an vielen, vielen Stellen eben nicht wisst, was ist da eigentlich. Das wäre quasi, wie wenn ich sage, ich habe hier
Eine Zeiteinheit davor, Zeiteinheit 0, da ist undefiniert, wie mein Schaltgatter jeweils aussieht. Und ihr müsst dann bei der Hausaufgabe dann eben auch, oder genauso wie wenn wir hier rauf gucken, einmal schauen und betrachten, ab wann ist irgendwas eigentlich nur definiert und was macht das dann mit dem Rest? Da wir eben ja festgestellt haben in Aufgabe 9.1, dass Schaltgatter, ein Signal durch Schaltgatter laufen zu lassen, immer eine Zeitverzögerung hat, haben wir hier natürlich auch eine Zeitverzögerung. Anzunehmen ist eine Zeitverzögerung von einer Takteinheit pro Schaltgatter, durch das gelaufen wird. Und ja, auch ein Inverter zählt als Schaltgatter. Gut, in der Hausaufgabe habt ihr es nicht. Und da wir hier NANDs in meiner Schaltung haben, einmal kurz, sollte man sich da nochmal vergegenwärtigen, was bedeutet das? Also, wenn ich 0 NAND X habe, welche Aussage kann ich treffen? Ich habe 0 und irgendwas Unbekanntes und das dann negiert. Also gucken wir erstmal, 0 und irgendwas Unbekanntes kann nie wahr sein, weil 0 und irgendwas Unbekanntes, muss ich ja irgendeine andere Info haben. Das heißt, hier wird immer 0 rauskommen, das Ganze negiert. Das heißt, das Ergebnis von 0 NAND unbekannt oder undefiniert wird immer 1 sein. Wenn ich aber das Gegenteil habe oder quasi das andersrum habe, 1 und undefiniert, ja, 1 und undefiniert kann wahr oder falsch sein, wissen wir nicht, hängt von dem undefiniert ab. Das heißt, hier wird was Undefiniertes auskommen. Irgendwas Undefiniertes negiert, weiß ich auch nicht. Wird also weiterhin undefiniert sein. Sollte ich also in meinem Netz zu dieser Situation kommen, dann habe ich eine undefinierte Zeiteinheit. Vielleicht auch mehrere, je nachdem, wie lange ich irgendwas undefiniert habe, wenn ich keine Aussage treffen kann. So, wie würde ich jetzt vorgehen? Ich gucke also stückweise durch mein Netz durch, immer wie weit ich durchkomme. Und Achtung, schaut immer vor allem, wenn es irgendwelche Rückbeziehungen gibt. Haben wir jetzt hier, glaube ich, nee, haben wir jetzt hier nicht. Aber bei euch in der Hausaufgabe habt ihr Ausgänge oder Zwischenausgänge, die sich gegenseitig beeinflussen. Da muss man natürlich auch drauf achten. Da kann es halt sein, dass ihr erst vielleicht keine Aussage treffen könnt. Na, wenn ihr ganz rechts in die Hausaufgabe guckt, in das Schaltdiagramm, da seht ihr, dass dann quasi in den Ausgang nochmal wieder zurückgeführt wird und in ein anderes Schaltgatter reingeht als Eingang. Okay, das ist eine gute Frage, ja. Also hier war gerade die Frage, ist die Beschriftung falsch, weil im Bild im Aufgabenblatt N0 und N1 steht und in der Tabelle N1 und N2. Ja, ich würde sagen, da ist wahrscheinlich einfach was durchgerutscht. Ich würde an eurer Stelle davon annehmen, dass dann N1 in der Tabelle das N0 im Diagramm ist und also das jeweils einfach um einen dekrementieren. Ich vermute, das ist einfach ein Flüchtigkeitsfehler, wie er mal passieren kann auf die Schnelle. Also die Tabelle darunter soll auf jeden Fall eindeutig auf die Schalt- oder auf die Teilnetze in der Schaltung bei euch zurückzuführen sein. Und ja, schreibt dann bei euch dran N0 und N1 und dann die entsprechenden Teilnetze nutzen aus der Schaltung. Ihr könnt auch umgekehrt da alles mit N1 und N2 machen, das ist mir egal. Aber wie gesagt, ihr werdet es halt, im Endeffekt ist die eindeutige Zuordnung, muss halt dann auch in die Richtung sein. Ich werde es auf jeden Fall mal rückmelden, dass mir das oder dass euch das aufgefallen ist. Dann sind schon mal alle vorgewarnt, auch alle Übungsgruppenleiter.
würde trotzdem, wie gesagt, sagen, das niedrigere n aus der Zeichnung zur niedrigeren n aus der Tabelle. So, aber zu unserer Zeichnung zurück, damit wir hier auch noch weiterkommen. Das Erste, was ich mir hier angucken würde, ist dann also mein Inverter, der das A negiert hat. Das ist der Inverter hier oben. Von dem weiß ich erstmal nichts. So, an meinem Eingang A liegt an in der ersten Takteinheit oder auch in Takteinheit 0 in dem Fall. Sagen wir, fangen da schon mal einen davor an. In Takteinheit 0 liegt an der Wert 1. Was kommt raus aus meinem Schaltgatter oder wo muss ich meinen Strich hinmalen bei meinem Nicht-A? Also, wenn in dem Takt davor eine 1 anlag, dann, was weiß ich dann? Dann wäre es an der Stelle 0. Genau, in dem Takt davor, bevor ich hier starte, also in Takt 0, na, das wäre hier 0, 1, 2. In Takt 0 weiß ich es natürlich noch nicht. Da hast du auch recht. In Takt 0 weiß ich es natürlich nicht, weil ich aus dem Takt davor keine Info habe. Dementsprechend ist es ja auch so, dass das hier mit undefiniert startet. Aber wenn ich einen Takt die Info hatte, und das ist halt wichtig, ich muss einen Takt die Info gehabt haben, dann kann ich eine Aussage treffen und ich bin bei 0. Bei welchem Takt ändere ich jetzt meinen Wert? Wie lange bleibe ich auf 0? Wann, beziehungsweise nicht wie lange, nach welchem ändere, nein. In welchem Takt ändere ich den Wert von 0 auf 1? Und denkt an die Verzögerung. Genau, in Takt 5. Also Takt 2 ist der Wert auf 1 im Eingang A, ich bleibe auf 0. 3 ist er auf 1, ich bleibe auf 0. 4 ist er auf 0 gegangen. Aber durch die Verzögerung brauche ich eine Takteinheit, um das Ganze zu verarbeiten und selber meinen Wert zu ändern. Das heißt, in Takt 5 würde ich auf 1 gehen. Das ist so diese eine Takteinheit Verzögerung, das Signal, was hier quasi anliegt, wirkt sich da unten dann erst aus. Für Nicht-B würde dann natürlich das Gleiche gelten. Das unterscheidet sich jetzt hier in der Schaltung nicht. Und wir gucken uns dann einmal an, A nennt nicht B. Welches von den beiden Nants wäre das eigentlich? Das obere oder das untere? A nennt nicht B. Das untere, genau das, wo A einfach nur direkt als Signal reingeht und nicht negiert ist und B als negiertes Signal nach dem Inverter reinkommt. Das heißt, wir gucken uns jetzt das untere NAND an und brauchen jetzt nicht alles im Kopf so detailliert natürlich durchgucken, sondern wir würden uns anschauen, welche Werte haben wir. Wir brauchen den Wert aus A und wir brauchen den Wert aus nicht B. Das heißt, hier den Wert und da den Wert.
Daraus machen wir ein und das Ergebnis negieren wir nochmal. Okay. Wie sieht es aus im ersten Takt? Der erste Takt hat eine 1, die wir von Takt 0 haben von A. Und ein undefiniert von nicht B. Das heißt, für den Takt 1 gilt hier, A nennt nicht B ist ein 1 nennt undefiniert. Was muss ich also in meinem ersten Takt jetzt hinschreiben oder zeichnen? A hat den Wert 1, nicht B hat den Wert undefiniert gehabt im vorigen Takt. Was kommt jetzt beim NAND raus? Genau, laut meiner Erklärung undefiniert. Ich hoffe, die Erklärung war eindeutig. Also ich habe 1 NAND undefiniert. Und ob da jetzt 1 oder 0 rauskommt am Ende, kann ich nicht entscheiden, weil hier unten dieses AND in dem NAND, das hängt von dem Wert des Undefinierten ab, ob das eine 0 oder 1 ist. Also undefiniert heißt ja auch, es kann gerade einer von den beiden Werten sein. Ich weiß es halt nur nicht. Und solange ich das nicht weiß, muss ich weiter undefiniert bleiben. Sieht einer schon, wo sich das Ganze ändert? Beziehungsweise können wir einfach direkt den nächsten Takt uns angucken. Was haben wir denn im nächsten Takt? Was muss da jetzt hingucken? Schaut euch an, was liegt dann, wir sind jetzt in Takt 2, was liegt bei Takt 1 an auf dem A und was liegt bei nicht B an? Was kommt am Ende für einen Wert raus? Okay, genau. Wir haben 1 ist wahr, also 1, nein, 1. A ist 1, ist wahr. Nicht B ist 0, also falsch. Also das heißt, wir haben 1 und 0. 1 und 0 kann nie wahr oder ist nicht wahr. Kommt also 0 raus, wenn ich das AND auswerte. 0 negiert, hat den Wert 1. So, dann bleibe ich natürlich ein paar Takte. Im zweiten Takt ändern sich die Werte nicht. Im dritten Takt ändern sich die Werte auch nicht. Das heißt, ich kann schon mal zwei Takte entsprechend einfach eintragen. Und im vierten Takt, da haben sich die Werte geändert. Das heißt, ich könnte im fünften durch die Verzögerung jetzt einen Unterschied haben. Guck mir das Ganze an. Und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir 0, nennt 0. Ja. 0, 0 und 0 ist immer noch 0. Das negiert ist immer noch 1. Bleibe ich also an der Stelle. Genau, dann haben wir das NAND noch mit A und, nee, mit nicht A und mit B. Das würde in dem Fall natürlich keinen Unterschied machen, weil die gleichen Eingangswerte dann wieder reinkommen. Also sowohl der Verlauf von nicht A ist ja der gleiche wie der Verlauf von nicht B, als auch der gleiche Verlauf von A wie B. Das habt ihr dann ein bisschen spannender in der Hausaufgabe. Insofern könnt ihr ja schon mal gucken, was würde denn bei X rauskommen im ersten Takt.
Takt 1. Was haben wir beim X? Schaut euch sonst an, wo ist das X? X ist der obere Ausgang. Was geht da jeweils rein? Das ist das Ergebnis von diesem NAND. Okay, also im Endeffekt betrachten wir quasi das NAND hier. Und darein gehen die Ergebnisse von den beiden NANDs. Das heißt, wir müssen nur die beiden NANDs betrachten und einfach nochmal ein NAND zwischen denen machen. Was war denn mit den beiden NANDs im Takt 0? Schaut euch das an. Was hatten wir da in Takt 0 mit den beiden NANDs? Und was bedeutet das dann jetzt für meinen Takt 1? Ja, ich habe da zwei undefiniert gehabt, ne? Die beiden NANDs waren undefiniert. Was kann denn rauskommen, wenn ich zwei undefinierte Eingänge habe? Undefiniert, NAND, undefiniert. Den Fall habe ich vorhin nicht aufgezählt, aber was wird da wahrscheinlich rauskommen? Undefiniert, genau. Wenn beides undefiniert ist, dann kann ich erst recht nichts darüber sagen. Jetzt war das ja auch noch so, dass wir noch das Pech hatten, dass im ersten Takt auch noch beide undefiniert waren. Das heißt, ich bleibe weiter undefiniert. So, dann komme ich in den, ja, ich bin jetzt in meinem dritten Takt bei meinem Schaltgatter, würde mir also den zweiten Takt anschauen von den beiden NANDs. Was wäre jetzt mein Ausgang? Wieder stückweise. Schaut euch an. Ergebnis des einen NANDs, Ergebnis des anderen NANDs. Dann habt ihr zwei Werte, die verknüpft ihr auf NAND-Form. Also am ersten Fall erstmal ein Und zwischen den beiden Ergebnissen und dann eine Negation über das Ergebnis. Ich habe einen NAND. Ich gucke mir Takt 2 an. Ergebnis war 1. Ich habe noch einen NAND. Guck mir Takt 2 an. Ergebnis war 1. Das beides soll vernandet werden. Das heißt, ich würde erstmal ein Und zwischen den beiden bilden. 1 und 1 ergibt immer noch 1. Und dann mache ich die Negation da drauf. Das heißt 0. Also an der Stelle im dritten Takt habe ich ein 1 NAND 1. Oder anders gesagt, 1 und 1 und dann nachher eine Negation drüber, kommen wir dann auf den Wert 0. Was ich dann übrigens beibehalten würde, weil die Werte hier dann auch die gleichen sind.
So, der Vollständigkeit halber, das Y wäre das Ergebnis aus dem Schaltgatter. Das hat jetzt in dem Fall keinen Kringel davor, ist also kein NAND, sondern ist ein ganz einfaches AND. Da müsste man wieder gucken, einmal schauen. Aha, hier oben der Ausgang aus dem NAND, beziehungsweise dem ist das gleiche wie der Wert X. Das heißt, ich gucke einmal beim X und dem anderen ein bisschen zurückfolgen. Aha, hier Inverter, das war der Inverter von B. Das heißt, ich brauche jetzt, nee, nicht da, den hier wieder und den hier und mache ein einfaches und darüber. Und was haben wir hier als erstes? Wir hatten undefiniert und undefiniert. Kann ich keine Aussage darüber treffen. Undefiniert und undefiniert. Ist immer noch undefiniert. Dann war hier im ersten Takt 0 und undefiniert. Ja. 0 und irgendwas ist sowieso nicht wahr. Ja, Entschuldigung. Das heißt, ich bin bei einer 0. 0 und irgendwas kann nicht wahr werden. Dann habe ich 0 und, also gut, das wiederholt sich 0 und irgendwas. Und dann habe ich tatsächlich nochmal zwei Einheiten 0 und 0 und würde hier beim Ausgangswert 0 bleiben. Wenn ich jetzt noch einen weitergehen würde, einen Takt, dann ist mein Nicht-B zwar auf 1 gegangen, aber dadurch, dass x ja immer noch 0 ist, hätte ich dann 1 und 0 und würde dann immer noch bei 0 bleiben. Okay. Das ist die Idee an der Stelle, was ihr in 9.2 machen sollt. Geht einfach Schritt für Schritt durch. Guckt euch an, über welches Schaltsymbol könnt ihr schon eine Aussage treffen. Entweder ein deutliches undefiniert oder vielleicht gar eine richtige Aussage über 0 oder 1. Und baut euch das dann stückweise zusammen. Worauf ihr achten müsst, ist, dass es eventuell ja auch potenziell hintern im Netz durch so eine Situation, also in dem Fall nicht mit einem NAND, sondern ihr habt ja, was habt ihr? Ihr habt NORs. Vielleicht ja auch wieder zu einer Situation kommen könnte mit Schwankungen, wo es auch undefiniert ist. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich habe das mit den Beispielen nicht so durchgerechnet, aber könnte es theoretisch geben. Falls ihr euch die Frage stellt, es ist also theoretisch auch möglich, dass irgendwo hier hinten wieder ein undefiniert auftaucht, falls die Schaltung sich entsprechend so verhält. Natürlich jetzt nicht an der Stelle, das ist da natürlich falsch. Ist aber grundsätzlich möglich. Dann würde man auch davon sprechen, dass die Schaltung schwankt. Ein Verhalten, was man eher vermeiden möchte, weil undefinierter Zustand mittendrin irgendwo ist unschön. Am Anfang kann man es manchmal einfach nicht verhindern. Das ist gerade, wenn man vielleicht irgendwas eingeschaltet hat. Dann braucht es vielleicht ein paar Takte. Könnt ihr euch an der Stelle vielleicht auch merken, dass es manchmal halt eben sich lohnt, auch ein bisschen zu warten, wenn man irgendwo ein bestimmtes sicheres Verhalten haben will, bevor man was macht oder ändert, kann man solche Fälle haben. Genau, das wäre halt ein Schwanken des Ganzen. Zu dem Thema Schaltung, Schaltverhalten, ähnliches. Manchmal will man halt sehr einfaches Verhalten haben. Wir haben hier gesehen, unser Ausgang oder unsere Ausgänge sind hier auf 0 geblieben. Also es hat sich nichts verändert, obwohl unsere Eingänge sich verändert haben. Ist vielleicht okay, vielleicht will man das, vielleicht will man es nicht. Da hat sich nichts getan. Es kann jetzt aber natürlich auch zu so Situationen kommen, dass man sagt, eigentlich will ich als Ausgang sowas haben. Ich habe umgeschaltet und ich will, also mein Eingang, ich habe einen umgeschaltet und meinen Ausgang. Wenn ich jetzt hier irgendwie keine Ahnung davon ausgehe, ich will, habe nur einen Ausgang X und wir streichen mal den Rest mit dem Y aus der Schaltung, dass es irgendwas ist, wo mein Ausgang umschalten soll. Dann kann ich das erwarten. Manchmal klappt das auch. Kann aber auch sein, dass die Schaltung das nicht tut und stattdessen Folgendes tut. Die Schaltung schaltet einmal um, schaltet zurück auf 0. Und geht dann erst in den anderen Wert rein.
Das Ganze gibt es übrigens auch im Gegenstück. Also wenn ich auf 1 bin und ich will auf 0 umschalten lassen, die Schaltung, kann es sein, dass sie auf 0 kurz geht für eine Takteinheit, dann nochmal auf 1 zurückgeht und dann erst umschaltet. Und dann sauber umgeschaltet ist. Das ist übrigens, dann würden wir von Hazards reden. Das wären jetzt dynamische Hazards. Dynamische Hazards deswegen, weil wir eigentlich ein Umschalten der Schaltung erwarten würden. Und Hazard, weil er halt nicht sauber umschaltet, sondern einmal noch wieder zurückschwankt, bevor er das tut. Da gibt es zwei unterschiedliche. Es gibt den 1-Hazard oder dynamischen 1-Hazard und es gibt den dynamischen 0-Hazard. Das hängt davon ab, was mein erwartet oder was mein Zielergebnis ist. Also der dynamische 1-Hazard, da wo am Ende der Ausgang auf 1 ist, dynamische 0-Hazard, wo der Ausgang am Ende auf 0 ist. Und um das nochmal kurz abzurunden, gibt es auch statische Hazards. Bei statischen Hazards würde ich eigentlich erwarten, dass ich durchgehend auf 0 oder auf 1 bleibe. Auch hier kann es sein, dass eine Schaltung schwankt. Also meine Schaltung hier unten ist schön nett auf 0 geblieben. Wenn das mein erwartetes Verhalten war, alles gut. Wenn jetzt aber der nicht durchgehend auf 0 bleibt, nee, durchgehend auf 1 bleibt, sondern kurz für eine Takteinheit auf 0 und dann erst stabil auf 1 ist oder umgekehrt, er fängt auf 0 an, geht für eine Takteinheit auf 1 und dann erst wieder auf 0. Dann reden wir eben von den statischen Hazards und zwar auch hier den abhängig davon, was eigentlich mein Zielwert ist. Der untere wäre der statische 1-Hazard, der obere der statische 0-Hazard, also statische 0-Hazard, weil mein Ausgang eigentlich stabil auf 0 sein sollte, aber einmal geschwankt ist zu 1 und bei 1 umgekehrt. Genau, ich weiß an der Stelle jetzt nicht, was bei euch in der Schaltung passiert, ob sie schwankt, ob sie nicht schwankt, ob ihr Hazards habt oder ob ihr nicht Hazards habt, aber das sind alles so Sachen, wenn es Aufgaben gibt, die irgendwie um solche Verhaltensgeschichten sich drehen, beziehungsweise wo ihr solche Impulsdiagramme ausfüllen sollt, dann sind das Fragen, die man sich stellt, habe ich da eigentlich sowas auch vorliegen? Oder die euch manchmal auch in der Klausur gestellt werden können. Das wollte ich jetzt einmal lieber sicherheitshalber ergänzen, dass ihr es auf jeden Fall habt, ja? Das dritte NAND und das letzte UND, genau, das habe ich in der Tabelle nicht extra aufgeführt, weil der Wert hier von dem NAND ist einfach genau der gleiche Wert wie von X, von dem Ausgang. Warum können wir bei uns ja auch schon ein Ergebnis in der zweiten Zeit Einheiten angeben, wenn das abhängig ist von dem X, das zu der zweiten Warum können wir, ja, okay, lass uns das auflösen, weil das ist wichtig. An der Stelle, das Y hier, der Wert, da gucken wir uns ja an, wir haben ein AND, das ist wichtig, dass das nur ein AND ist, kein NAND. Wir gucken uns an das X, das ist das hier, das ist undefiniert. Das heißt, da könnten wir nichts drüber sagen an der Stelle. Und der andere Wert ist hier, das Nicht-B. Nicht B hat hier schon den Wert 0 in der Zeiteinheit 1. Wir gucken ja in Zeiteinheit 2. Wenn nicht B in der Zeiteinheit 1 den Wert 0 hat und wir sind bei einem AND, dann haben wir ja hier ein 0 AND undefiniert. Das kann gar nicht mehr 1 werden. Und deswegen darf ich an der Stelle die Aussage treffen, das hier wird immer 0 sein. Mir ist vollkommen egal, was mit dem Undefinierten passiert. An der Stelle wird es immer eine Null als Ergebnis haben. Richtig, kann aber passieren, weil auf dem Weg, der sieht erstmal optisch länger aus, dass der aber halt schon unter Umständen, weil der halt nicht diese Berechnung dazwischen braucht, dass der schon eine Aussage treffen kann.
Okay. Ja gut, das ist mit dem Verknüpfen spart man sich eine Zeile. Also theoretisch hätte ich jetzt auch irgendwie hier das NAND nochmal schreiben können, aber dann hätte ich so ein bisschen komplexer schreiben müssen, wie das NAND aussieht. Oder halt wie letztes Mal die Gatter bezeichnen mit etwas. Die Fragen aber sonst grundsätzlich geklärt, weil dann, ich würde gerne nämlich noch ein bisschen weiter. Wir haben noch ein paar Aufgaben. Ja. Genau, wir dürfen nämlich noch ein paar mehr Impulsdiagramme uns anschauen. Und zwar für die Latch und die Flipflop. Vielleicht gucken wir uns nicht die ganze Reihe an, sondern ein bisschen kürzer. Es geht darum, dass wir Unterschiede uns anschauen zwischen dem D-Latch mit High Active, Low Active und den Flipflops mit Vorderflanke oder Rückflanke. Und wir würden anfangen an der Stelle hier wieder. Wir haben Takteinheit 0, Takteinheit 1, 2, 3, folgende. Was heißt jetzt D-Latch High Active? Geht wieder darum zu gucken, also nicht nur bei dem, sondern bei all den verschiedenen Gattern, die wir jetzt hier haben, sowohl den Flipflops als auch den D-Flipflop. D-Flipflop ist auch ein Flipflop. Also bei den Flipflops geht es darum zu schauen, was passiert hier wieder mit einer Verzögerung auch mit meinen Werten. Ich habe C, C ist meine Clock, mein Taktsignal. Ich habe D, D steht für Data oder Daten, das ist mein Datensignal. Und grundsätzlich hat mein Latch erstmal eine, machen wir das mal hier, erstmal ein Signal, mit dem es hier anfängt. Fangen wir hier auch mal mit einer 0 an. Also High Active und eine 0. High Active heißt, also im Endeffekt geht es darum, schalte ich meinen Wert um oder nicht. Deswegen Flipflop. Schalte ich den Wert von 0 auf 1 oder von 1 auf 0? Und das tue ich unter bestimmten Voraussetzungen. Für das High Active ist meine Voraussetzung, dass auf dem Clock-Signal ich stabil einen Wert auf 1 hatte. Immer dann gucke ich mir überhaupt erst das Datensignal an. Das heißt für High Active, ich gucke mir meine Clock an. Wenn ich da den Wert 1 habe, dann schaue ich mir an in dem gleichen Takt auch, also in dem gleichen Takt, wie ist der Wert meines Datensignals und ich übernehme diesen Wert in mein D-Latch. Gerade mal gucken, eventuell habe ich hier sogar ein Beispiel dazwischen. Nee, das ist der Multiplexer, der hilft uns da gerade nicht. Na gut, dann so. Also, High Active. In welchem Takt schalte ich dann auf mein Taktsignal um von 0 auf was anderes? Wer kann mir das schon sagen? Oder wer traut sich? Also, wie gesagt, Fehler dürfen sonst auch gemacht werden. Einfach mal versuchen, frei raus, mein Taktsignal. Wo schalte ich mein Taktsignal von 0 auf 1 um? Denkt dran, Voraussetzung ist, meine Clock muss auf 1 sein und mein Datensignal muss auch auf 1 sein. Der Vorschlag ist 3, weil bei 2 sind beide auf 1 plus Verzögerung. Klingt erstmal fast was gut. Gucken wir uns an. Hier im ersten
Takt habe ich das. Na, ich glaube, du bist gerade oft bei One, aber das mag auch daran liegen, dass ich jetzt mit 0 angefangen habe zu zählen. Wahrscheinlich meinst du den gleichen Takt. Genau, also wir haben hier erstmal 0 im 0. Takt, 0 in der Clock. Das heißt, da werde ich eh nicht umschalten oder irgendwas machen. Das ist mir egal, was auf Daten passiert. Dann habe ich in dem Takt Clock auf 1. Gucke mir jetzt also das Datensignal an. Ach, das ist auch auf 1. Naja, dann schalte ich mal um. Auf 1. Genau, ja, wie gesagt, ich war ganz fies, habe mit 0 angefangen zu zählen. Hier im zweiten Takt beides auf 1, also Clock. Ich würde mir mein Datensignal angucken, bleibt auf 1. Dann im dritten Takt, Clock ist auf 1. Ich gucke mir Datensignal um, das ist auf 0. Das heißt, ich würde mit der Verzögerung auf 0 runtergehen. Im vierten Takt ist die Clock 0, da werde ich eh nichts ändern. Abgesehen davon ist mein Datensignal auf 0. Dass jetzt hier im Takt 5 mein Datensignal auf 1 geht, ist mir vollkommen egal, weil, warum? Wer kann mir sagen, warum interessiert mich nicht, dass mein Datensignal hier wieder auf 1 gegangen ist? Warum ist mir das egal? Nochmal die Frage. Ich habe jetzt irgendwie hier, ne, bin jetzt ja gerade runtergegangen, weil mein Datensignal auf 0 war. Jetzt ist das Datensignal auf 1 gegangen hier im fünften Takt. Warum ist mir das für meinen sechsten Takt egal? Weil die Glock noch auf 0 steht. Richtig, weil die Glock auf 0 ist, gucken wir da gar nicht erst hin. Wir gucken da nur, wenn die auf 1 ist. Das macht eben das Deletge High Active aus. So, und dann könnte ich jetzt hier hinten noch irgendwie weitermachen. Aber wir haben ja noch ein paar vor uns. Insofern gucken wir uns das nächste an, das Low Active. Machen wir das mal hier drunter. Ist im Endeffekt das gleiche, nur umgekehrt. Könnt ihr euch vielleicht schon jetzt vom Namen denken. Also, statt auf High gucke ich jetzt auf Low. Ich würde schauen, wann ist mein Signal. Also, ich starte hier mit 0. Ich gucke mir mein Datensignal an, wenn mein Clock auf 0 ist. Bisschen ungewöhnlich, macht man nicht so häufig, aber in dem Fall würden wir es so tun. Würde für den ersten Takt bedeuten, ich habe hier 0. Ich gucke mir mein Datensignal an, A ist auf 1. Das heißt, ich würde für den ersten Takt auf 1 gehen. Dann habe ich drei Takte. Na, genau, da kann man nämlich dann so ein bisschen gucken, wie viele Takte brauche ich jetzt überhaupt gar nicht mir Gedanken machen und anzugucken. Ich habe hier drei Takte, wo das auf 1 ist. Das heißt, ich kann einfach mal drei Takte durchziehen, ohne mir irgendwas weiteres anzuschauen. Weil eh frühestens danach sich was ändern kann. Bin dann jetzt hier im vierten Takt schon. Da ist der Wert auf 0 bei der Clock. Ich kann mir jetzt also das Data anschauen, würde dann mit der Takteinheit Verzögerung runtergehen, würde im Folgetakt dann hier schon wieder sehen, ah, Data ist auf 1, würde wieder hochgehen, sehe, dass es wieder runter muss und so weiter. Also fast das gleiche wie eben, nur eben umgekehrt. Spannender wird es jetzt noch mit dem vorderflankengesteuerten Flipflop. Auch hier gucken wir aufs Taktsignal, aber wir gucken auf ganz bestimmte Sachen. Und zwar wird das Thema oder wird diese Vorderflanke, was hier ist. Vorderflanke wird auch mit, machen wir das mal hier hinter,
Manchmal mit diesem Symbol geschrieben, dem Pfeil nach oben. Das gibt uns auch so ein bisschen den Hinweis, was Vorderflanke heißt, nämlich es geht darum, das Glocksignal oder prinzipiell erstmal ein Signal, aber hier halt eben das Glocksignal, geht von 0 auf 1. Im Englischen auch Raising Edge bezeichnet. Das heißt, wir gucken jetzt auf D immer nur an den Stellen, wo wir eine Vorderflanke haben, oder eine Taktflanke von 0 auf 1. Ja, also beim ersten hatten wir geguckt, wo unsere Clock 1 ist. Beim zweiten hatten wir geguckt, beim Low Active, wo unsere Clock 0 ist. Jetzt gucken wir, wo unsere Clock von 0 auf 1 geht. Genau an der Stelle. Und nur da würden wir was ändern. Heißt also, was für meinen Takt? Wo habe ich jetzt meine erste Vorderflanke? Wer kann das jetzt sagen? Wo ist meine erste Vorderflanke? Zwischen 0 und 1, genau, zwischen 0 und 1, also ist der erste Wechsel zwischen 1 und 2. Genau, wir haben auch da die Verzögerung. Also wir haben natürlich genau da was drüber gemalt. Also wir haben hier unsere Vorderflanke. Takt geht von 0 auf 1. Ich würde also mir den Wert auch anschauen, den D in dem Moment hat. Und das heißt, ich gehe auf den Wert 1, allerdings mit einem, so, das mal raus, mit einem Takt Verzögerung. So, dann habe ich ganz lange erstmal keine Vorderflanke mehr. Die nächste kommt da hinten. Bis dahin interessiert mich alles andere auch überhaupt nicht mehr. Da würde ich nichts ändern. Hier ist der Wert dann 0, eine Zeiteinheit Verzögerung. Und damit wären wir auch mit der Vorderflanke durch. Einen Sonderfall können wir jetzt haben, der ein wenig schwierig ist. Ich vermute, das wird genau das sein, was in den Folien auf 652 folgende steht. Das sollte man nicht natürlich vielleicht kurz prüfen. Eingangsvektoren. Ja. Genau, also eigentlich sollte man bei denen auch Haltezeiten und Vorlaufzeiten mit berücksichtigen. Das heißt, das Signal sollte halt stabil sein. Wir können natürlich jetzt ein Problem bekommen. Nämlich in dem Moment, wenn ich jetzt sage, hier, wo ich jetzt gerade war, oder ich mache das mal hier woanders einfach, an der Stelle, wo ich meine Vorderflanke habe, wenn mit meinem Taktsignal im gleichen Moment auch irgendwie sich was ändert. Und mein Taktsignal vielleicht genau in dem gleichen Takt von 0 auf 1 geht. Dadurch, dass ich auf die Vorderflanke gucke, habe ich das Problem, dass mein Taktsignal sich hier auch ändert. Und wir sagen zwar immer so schön, wir reden von Nullen und Einsen, aber was haben wir ganz am Anfang irgendwann mal gesagt? Computer sind Strom. Strom ist nicht ganz so linear, wie man es gerne hätte. Das kann halt auch sein, dass mein Signalverlauf so ein bisschen leicht schräg ist. Und ich weiß nicht an dieser Stelle, wo bin ich jetzt eigentlich? Bin ich jetzt auf 0, bin ich jetzt auf 1? Und je nachdem, wie weit die Umschaltung von 0 auf 1 auf dem Datensignal schon ist, kann es sein, dass mein Flipflop entscheidet, ja, ich gehe auf 0 oder ja, ich gehe auf 1.
Das heißt, eigentlich ist das ein ja, mehr oder weniger undefinierter Zustand, in dem wir jetzt wieder gerade gegangen wären dann an der Stelle. Weil ich eben nicht sicher, ich kann keine sichere Aussage darüber treffen, in welchem Zustand sich mein Flipflop befindet nach so einem Taktsignal, nach so einem Datensignal, wenn das Taktsignal parallel ist. Und gegebenenfalls müsste ich dann warten bis zum nächsten, ja, bis zur nächsten Vorderflanke, wo ich dann hoffentlich eine eindeutige Aussage treffen kann. Weil nicht parallel sich mein Datensignal ändert. Gut. Vorderflanke, das Ganze gibt es auch nochmal mit Rückflanke. Und ihr ahnt wahrscheinlich schon, was dann noch übrig bleibt. Bei Rückflanke, das zugehörige Symbol ist der Pfeil nach unten. Und da geht es eben darum, da gucken wir, wo haben wir eine Flanke, eine Taktflanke von 1 auf 0. Und das wäre jetzt in unserem Beispiel hier der Fall zwischen 3 und 4. Das heißt, wenn ich mit 0 anfangen würde, würde ich eh bis dahin durchgehen. Bis hierhin interessiert mich nichts. Ein Takt weiter, wo erst dann was passieren würde. Ich gucke, mein Datensignal ist auf 0. Und ich würde hier auf 0 bleiben, durchgehen. Und tatsächlich würde ich dann, hier ist die nächste Rückflanke, dann würde ich hier tatsächlich mit einem Takt Verzögerung umschalten auf 1. So, also die Rückflanke, das Äquivalent zur Vorderflanke, nur dass ich mir halt eine andere anschauen würde. Das eine Mal gucke ich mir Vorderflanke an, das andere Mal die Rückflanke. Genauso wie eben mit der Vorderflanke kann es auch da zu diesem undefinierten Zustand führen, weil eben auch da sein kann, dass ich mitten in der Umschaltung keine sichere Aussage treffen kann. Gut. Ja, wenn man es sehr, sehr genau nehmen würde, müsste man natürlich auch bei dem High Active und Low Active schauen, wie weit ist man sicher, dass hier zwischen wirklich auch, ne, dass das ein stabiler Wert ist. Ich meine, dass ihr davon aber abstrahieren könnt und weil man halt in der Mitte von dem Ganzen eigentlich mehr oder weniger ja guckt. Also ich kriege mit, mein Takt ist auf 1, ich gucke mir mein Datensignal an, sodass ich eigentlich in der Taktmitte gucke und nicht am Taktanfang oder Taktende gucke, parallel dazu. Aber prinzipiell, wenn das sehr kurz gefasst ist, könnte es theoretisch natürlich auch dazu kommen. Also optimal ist es nicht, genau parallel dazu umzuschalten. Aber ich glaube, das dürft ihr hier, also hoffe ich jedenfalls, von dem, was ich weiß, eher abstrahieren. Die Fälle, wo es wirklich, also gut, garantieren kann ich es euch natürlich jetzt nicht. Und wie immer weiß ich auch nicht, was in der Musterlösung sich vorfinden wird. Immerhin weiß ich ja seit heute um Mitternacht, was die Aufgabe ist. Ja, die Fälle, wo es wirklich kritisch ist, ist meistens eben das Thema mit den Vorder- und Rückflanken, weil da am ehesten es passieren kann, dass es nicht funktioniert. Dann haben wir noch Aufgabe 9.4. 9.4 Schaltwerk, Analyse, wie es so schön heißt. Ich habe einfach mal einen Ausschnitt aus einem beliebigen Schaltwerk mitgebracht. Hoffentlich nicht aus Versehen mal wieder was aus der. Ich glaube, es ist nicht irgendwie was Vorhandenes, was ihr habt. Ansonsten hättet ihr Glück gehabt. Also, ein Zustandsdiagramm. Fangen wir damit erstmal an. Ein Zustandsdiagramm beschreibt mir verschiedene Zustände
Meistens durchnummeriert, Z0, Z1, Z2, Z3 in dem Fall. Oder wir gucken uns hier jetzt Z4 an. Und diese Zustände können Ausgänge haben. Unsere Ausgänge finden wir hier jetzt gerade wieder als Y, bestehend aus zwei verschiedenen Ausgaben, Y0 und Y1. Zwischen den Zuständen gibt es Übergänge. Ja, also ich hatte hier meinen Zustand, die Zustandsbeschreibung. Zustände, achso, Zustandsnamen sind häufig durchkodiert. Also Z0 als bei vier Zuständen reichen 2 Bits zur Kodierung. Dann 00, 01, 10, 11 macht man meistens. Bei mehr Zuständen würde man halt irgendwann 3 Bits haben, dann würde dann Z0 die Zustandskodierung 000 haben. Und dann gibt es nämlich Groß-Z und Klein-Z. Also mein Z4 groß würde dann bedeuten, ich habe ein Z1 und ein Z0 klein, die dann jeweils einen Wert haben, und weil ja, mein Zustandsdiagramm nur einen Zustand hat, kann ich einfach mit 0,0,0 anfangen. Wenn das jetzt natürlich wirklich dann der noch irgendwie neben dem anderen aus der Aufgabe wäre, dann müsste ich ja dann einen fünften, dann bräuchte ich schon 3 Bits. Dann eben die Ausgänge hier und eben Übergänge zwischen den Zuständen, weil ich ja irgendwie entscheiden muss, wechsle ich von einem Zustand in den anderen. Wir hatten ja zum Beispiel, ihr hattet in der einen Hausaufgabe die Motoransteuerung. Da war ja auch die Frage, wird der Motor angesteuert oder nicht. Da kann man mit so einem Motor kann man den Aufzug zum Beispiel fahren, und dann kannst du halt sowas haben wie der Aufzug fährt jetzt Stockwerk hoch oder fährt runter. Das wären dann verschiedene Zustände des Fahrstuhls. Oder wenn man, je nachdem, was man machen will, vielleicht will man auch als Zustand dann davon ausgehen, wo der Fahrstuhl sich gerade befindet. Und dann wäre der Übergang ein, der Fahrstuhl bewegt sich in eine Richtung. Schrankensteuerung kann man auch natürlich gut machen, alles Mögliche. So, meine Übergänge stehen dann an den Pfeilen. Also hier würde jetzt quasi irgendein anderer Übergang sein. Vielleicht Z5. Vielleicht ist es aber auch. Statt Z5 ist es Z0, weil ich irgendwo wieder zurückgehe in einen Zustand, den ich vorher schon mal erreicht hatte. Und aus dem Zustand kann es dann wieder in andere Zustände gehen. Rein prinzipiell kann ich das auch haben, dass ich nicht nur direkt Übergänge habe, sondern es gibt auch da die Option, ich gehe wieder in meinen eigenen Zustand. Häufig sowas wie Wartedinge. Also Ahnung, Eisenbahnschranke ist runtergegangen, ich warte dann halt 10 Sekunden oder auf irgendwas anderes. Vielleicht warte ich auf ein Signal, wie der Zug ist rübergefahren, dass sich die Schranke wieder dann hochbewegt. So. Also, das heißt, für ein Zustandsdiagramm brauchen wir Zustände. Wir müssen wissen, haben wir Ausgänge, und was sind dann die Werte dafür? Und Übergänge, in welche anderen Zustände kann ich von einem Zustand übergehen? Und zwar unter welchen Eingaben? Also X sind dann meine Eingaben. Kann alles Mögliche sein. Kann sein, dass ein Taster gedrückt wird. Kann sein, dass irgendein Zähler abgelaufen ist. Was auch immer. So, und wenn ich dann so ein Zustandsdiagramm habe, dann können wir dann mal wieder Minimierung betreiben. Und die Hausaufgabe fragt nach, ermitteln Sie aus dem Zustandsdiagramm die zugehörigen Gleichungen für die Übergangsfunktion Delta sowie die Ausgangsfunktion Lambda in disjunktiver Form. Okay, disjunktiver Form, das ist einfach, das kennen wir. Disjunktive Form heißt DNF, disjunktive Normalform. Das wissen wir schon, aber was heißt das andere? Das hatten wir noch nicht.
Gucken wir mal. Wir haben die Übergangsfunktion Delta. Übergangsfunktion sagt schon im Endeffekt der Name. Ich gehe von einem Zustand in einen anderen Zustand über. Das heißt, ich habe irgendwelche Eingabewerte und ich habe irgendwelche Ausgabewerte. Wie gesagt, wieder so eine Funktionstabelle. Was habe ich an Eingabewerten? Um zu wissen, was ich von einem Zustand in einen anderen Zustand mich bewege, was brauche ich da? Ich will am Ende ja irgendwie was wissen, wo ich dann nachher dann angekommen bin, in welchem Zustand, aber um jetzt zu entscheiden, wo befinde ich mich, wo gehe ich hin? Was brauche ich da zum Beispiel für Werte? Die X sind auf jeden Fall wichtig, genau, weil es geht ja um die also die Übergangsfunktion. Ich muss ja entscheiden, wohin gehe ich eigentlich? Und was brauche ich noch? Genau, das ist das Ziel, was ich am Ende habe. Welche Eingaben erzeugen welche Ausgaben? Das heißt, ich muss ja auch gucken, wenn ich jetzt in einem Zustand bin, also zum Beispiel Z1, Z0, dann weiß ich, wo ich jetzt gerade bin für eine Eingabe. Ich kann außerdem auch sagen, was du eben gesagt hattest, ist schon richtig. Ich habe Eingaben wie x1 und x0. So, jetzt weiß ich, ich bin in einem gewissen Zustand. Ich habe gewisse Eingaben. Und daraus kann ich dann ja schließen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel die richtige Kodierung habe, wenn ich 0, 0, 0, 0, 0 wäre beispielsweise, könnte ich ja jetzt gucken, wo ich dann hingehe. Jetzt müsste ich schauen. 0, 0 wäre ja, hatte ich jetzt hier gesagt, meine Zustandskodierung für Z4. Und x1, x0 müsste ich schauen, ob ich das irgendwo habe mit. Also als negiert. Beides nicht gültig. Also der Übergang x1, x0 hier unten, der ist nicht aktiv. Dafür müsste beides 1 sein. Der Übergang x1, nicht x0, ist auch nicht aktiv, weil dafür müsste x1, 1 sein. Der Übergang nicht x1. Okay, das passt. Der kann aktiv sein. Das heißt, ich würde jetzt diesen Übergang mit benutzen. Jetzt weiß ich nicht, was hier mein Folgezustand ist. Aber das wäre halt der Zustand, der sich hier da irgendwie befindet. Das wäre dann der Zustand, in den ich dann gehen würde. Der hätte ja auch wieder eine Zustandskodierung. Das heißt, ich muss die Zustandskodierung meines Folgezustands als Ausgabe des Ganzen haben. Und um klarzumachen, dass es sich um einen Folgezustand handelt, schreibe ich das folgendermaßen. Das sollen jetzt auch wieder kleine Zs sein. Ich hasse diese Zustandskodierung. Kleine und große ist immer so ein bisschen blöd zu unterscheiden. Also kleine Zs. Und um klarzumachen, es geht um den Folgezustand Z1 plus Z2 plus. Oder halt, nee, warte, Z1 plus Z2, Entschuldigung. Natürlich sollte ich das mit x0 und x1 machen. So, also meine Zustandskodierung mit den Zustand sagt mir einmal, in welchem Zustand bin ich jetzt? Was sind meine Eingaben? Und was ist mein Folgezustand? Den kann ich jetzt gerade eben ja nicht beschreiben, habe ich hier nicht. Also ich weiß nicht die Zustandskodierung von dem Folgezustand. Ihr habt das natürlich in der Hausaufgabe. Das heißt, ihr könnt dann die Kodierung des Folgezustands eingeben. Dann müsst ihr gucken, was ihr noch an Fällen habt, die Funktionstabelle ausfüllen, einmal durchgehen
und dann eben jeweils dazuschreiben, was ist dann der jeweilige Folgezustand. Sollte es Fälle geben, die nicht relevant sind, habt ihr auch schon kennengelernt, dann könnt ihr mit Don't Cares arbeiten. Aber alles, was relevant ist, würdet ihr reinschreiben. Das ist die Übergangsfunktion. Also wir denken nochmal an den Namen. Der Name sagt schon Übergang. Es geht darum, dass ich die Übergänge zwischen zwei Zuständen beschreibe. Und um die Übergänge zwischen zwei Zuständen beschreiben zu können, muss ich hier an dieser Stelle wissen, in welchem Zustand bin ich, welche Eingabewerte habe ich, welche Eingangswerte habe ich auf X. Und dann kann ich sagen, was ist mein Folgezustand. Jetzt sollt ihr aber nicht nur Übergangsfunktionen machen, ihr sollt auch Ausgangsfunktionen machen. Ausgangsfunktionen haben den Wert Lambda. Hat einer schon eine Idee, was ich brauche, um in der Tabelle bei mir zu sagen, was Y1 und Y0 für Werte haben? Weil das sind ja meine Ausgänge. Was muss ich dafür wissen? Welche Eingänge brauche ich, um dann sagen zu können, was dann Y1 und Y0 für Werte haben? Irgendein Vorschlag. Was brauche ich dafür? Brauche ich dafür alle Variablen? Brauche ich nur einen Teil? Ich will entscheiden können, welches meine Ausgänge gerade für einen Wert brauchen. Wo würdet ihr jetzt gucken, wenn ich jetzt sage, also wo würdet ihr, wo seht ihr hier was an Ausgängen? In dem Zustandsdiagramm, was ich habe. Unter der Zustandsbezeichnung. Genau, also an der Stelle haben wir in unserem Zustand hier unsere Ausgänge. Und das heißt, das Einzige, was ich hier gerade brauche, sind meine Zustandskodierung. Wenn ich weiß, in welchem Zustand ich bin, kann ich dazu auch eindeutig sagen, was mein Ausgang an der Stelle hat. Das heißt, ich brauche Z1, Z0 und kann dann Y1 und Y0 mir dann auch raussuchen. Würde dann meine Tabelle erfüllen. Und dann kommen wir jetzt, wenn wir beide Tabellen haben, noch zu einem Punkt, nämlich wie komme ich denn jetzt zu meinem KV-Diagramm, dass ich eine Minimierung machen kann. Wir haben ja jetzt zwei Ausgangswerte jeweils. Also einmal Z1 plus Z0 plus für die Folgezustände in der Übergangsfunktion Delta. Und Y1, Y0 für die Ausgänge in der Ausgangsfunktion Lambda. Ihr werdet, das kann ich euch verraten, ihr werdet nicht drum rumkommen, ein paar mehr KV-Diagramme zu zeichnen. Ihr werdet leider das für jeden Ausgangswert oder für jeden, quasi jeden Ausgang aus der Tabelle einzeln machen müssen. Das heißt, hier oben haben wir zwei KV-Diagramme. Einmal für Z1 plus und einmal für Z0 plus. Und fürs untere dann eben auch zwei KV-Diagramme mit Y1 einmal und einmal für Y0.
So, das heißt, oben bei Delta hättet ihr auch vier Werte. Und naja, euer Lambda ist dann ein wenig kleiner, etwas einfacher. So, daraus die KV-Diagramme, dann eben die DNF. Vielleicht noch eine Sache, um euch das merken zu können. Ich weiß, das ist irgendwie eine ganz blöde Eselsbrücke, aber wenn es nur ein, zwei Leuten hilft, dann ist es besser, als wenn ich sie nicht erzähle. Die Ausgangsfunktion Lambda. Lambda ist ja dieses Symbol. Wenn man es auf den Kopf dreht, sieht es fast aus wie ein Y. Und Y ist ja meistens das Ausgangssymbol. So, deswegen ist Lambda die Ausgangsfunktion. Gut, vielleicht hilft es irgendwem. Und Delta ist dann das andere, Delta-Übergang, der Unterschied zwischen zwei Sachen. Delta ist dann deswegen die Übergangsfunktion und damit der Übergang zwischen zwei Zuständen. Neben der Minimierung habt ihr aber noch ein paar andere Fragen gekriegt, nämlich die Frage zu erklären, warum es sich um einen Moore-Automaten handeln kann. Kann mir denn wer sagen, was denn die Alternative wäre? Wenn es kein Moore ist, was kann es denn sonst noch sein? Weiß das wer? Was gibt es? Moore und was war das andere? Zwei Arten von Automaten. Moore und noch wer? Na, habt ihr vielleicht noch nicht so präsent? Also, wir haben einmal Moore. Und das andere wäre Mealy. Weiß einer zufälligerweise, was die Definition für einen Moore-Automaten ist? Wenn nicht, schreibt uns gerne auch mal ein Nein oder so. Ist auch in Ordnung. Einfach nur, dass ich gerade weiß, ob das präsent ist oder nicht. Ich weiß auch nicht, wie weit ihr da in der Vorlesung gerade wart an der Stelle schon. Genau, sehr gut. Richtig, die Ausgangsfunktion, also für Moore gilt, die Ausgangsfunktion ist nur von dem Zustand abhängig, nicht von den Eingaben. Ja, das heißt, wenn ich Moore habe, hängen meine Ausgänge nur vom aktuellen Zustand ab. Jetzt seht ihr ja vielleicht auch in meinem Zustandsdiagramm, wo die Zustände, die Ausgaben sind. Ergibt auch irgendwie Sinn. Ja. Da, wo die Ausgänge sind, interessieren mich die Eingaben ja nicht. Die sind ja irgendwie nur für die Übergänge interessant. Und dementsprechend habe ich hier natürlich auch in meinem Beispiel ein Moore vorliegen. Aber vielleicht mal ganz kurz geguckt, wie kann ich denn eigentlich ein Mealy machen? Mealy würde bedeuten, ich müsste meine Ausgaben von den Eingaben abhängig machen. Das heißt, wenn ich jetzt in Zustand Z4 bin und zum Beispiel x1 und x0 gedrückt werden, dann würden zusätzlich
Y1 und vielleicht nicht Y0 gelten. Also da würde man meistens so einen Querstrich machen und die Ausgaben mit an den Übergang ranschreiben. Und das auch an den anderen Stellen. Würde ich dann vielleicht Y1 gelten, nicht Y0, was auch immer man dann hätte. Und dann würde natürlich hier drin nichts mehr stehen. Und schon wäre ich nicht mehr bei Moore, sondern wäre ich bei Mealy. Heißt aber natürlich auch, dass, ja, was bedeutet das? Für meine Folgezustände in der Übergangsfunktion würde sich nichts ändern. Das ist weiter. Der Übergang ist ja immer noch davon nur abhängig, was ich an Eingaben habe. Aber meine Ausgabe hängt jetzt auch von der Eingabe ab. Und dann würde ich in meine Ausgangsfunktion Lambda auch noch x1 und x0 die Eingaben mit hinzufügen müssen. Und so hätte ich dann, also gut, das ist jetzt sehr vereinfacht gemacht. Ich müsste natürlich gucken, dass ich alle Fälle abdecke und gegebenenfalls auch gucken, ob ich irgendwelche Zustände dafür ergänzen muss, Zwischenzustände. Aber ich kann tatsächlich aus Moore, aus einem Moore-Zustandsdiagramm ein Mealy, das Ganze in ein Mealy-Zustandsdiagramm überführen. Und umgekehrt auch. Muss man nur eben gucken, dass man nicht irgendwelche Fälle dadurch übersieht. So, und wenn ihr jetzt den Unterschied verstanden habt zwischen Moore und Mealy, dann sollte euch die Beantwortung von Aufgabe 9.4b auch einfach fallen. Zumindest hoffe ich das. Sehr schön. Ansonsten gerne nachfragen. Das Letzte, was uns dann noch verblieben ist, ist Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit prüfen. Ja, vier Zustände. Das heißt, ihr müsst es im Endeffekt für jeden Zustand prüfen. Was heißt das jetzt für uns? Es gibt eine Definition dafür. Der Aufgabentext hilft uns auch schon. Definition der Vollständigkeit. In jedem Zustand ist für jede Eingangsbelegung mindestens ein Übergang aktiv. Das heißt, egal wie ich meine Eingänge belege, wenn ich in einem Zustand bin, komme ich immer irgendwie weiter. Entweder wieder zu dem Zustand sich selber zurück oder zu einem anderen Folgezustand. Das ist eigentlich das, was dahinter steckt. Ich kann nicht irgendwie hängen bleiben. Es gibt nicht irgendwie was, dass es eine Eingangsbelegung gibt, wo ich dann gar nicht mehr weiß, was ich tun kann. Das heißt vollständig. Ich räume mal wieder ein bisschen auf. Tun wir mal das ganze Mealy-Zeug weg. Also bei Zustandsdiagrammen ist normalerweise der Gedanke, dass man mit einem Taktschlag den Zustand wechseln würde. Das ist das, was meistens dahinter steckt. Ein Taktschlag, ein Zustandsübergang. Das ist so die Grundidee. Richtig, richtig. Das kann auch sein, dass ich jetzt hier wieder zurückgehe. Jetzt habe ich natürlich gerade keinen. Warte. Na, ich verlängere mal den Pfeil. Das kann sein, dass ich, wenn nicht x1 gilt, ich wieder zurückgehe. Würde aber bedeuten, wenn der Takt das nächste Mal kommt, also wenn ich wieder den nächsten Taktschlag habe, würde ich wieder prüfen, habe ich immer noch nicht x1 oder habe ich mittlerweile andere Eingaben vorliegen. Das kann ja von was anderem beeinflusst sein. Wenn ich den Übergang hätte, der nur in mich selber geht, grundsätzlich ist es erstmal erlaubt, natürlich. Ob du dann, muss ich gerade mal gucken, ob du dann immer noch einen vollständigen und widerspruchsfreien Graphen hinkriegst, das könnte vielleicht schwierig sein. Der Eingangsbelegung für jeden. Also wenn ich jetzt nicht
die beiden Übergänge da hinten hätte und ich hätte nur. Okay, jetzt bin ich schon wieder fast im Petri-Netz-Bereich. Wenn ich nämlich einfach gar nichts daran habe, dann würde. Das ist jetzt nicht mehr so richtig sauberes Moore. Aber ich will gerade nicht alle Fälle aufschreiben. Also im Endeffekt würde das tatsächlich ausreichen, dass ich ja sage, ich gehe immer in mich zurück. Aber dann darf ich auch nur mich selber als eigenen Knoten haben. Das wäre natürlich erstmal gültig, aber das Zustandsdiagramm macht jetzt halt nichts Sinnvolles. Ach so, wenn es von woanders noch kommen kann. Ja. Schauen. In jedem Zustand ist für jede Übergangsbelegung mindestens ein Ja. Das kann man damit noch hinkriegen. Wir können andere Zustände haben, mit denen wir da hingehen. Und wenn wir hier sind, dann gehen wir nur noch zu uns selber. Okay, ja, können wir hinkriegen. Widerspruchsfrei. Für jede Eingangsbelegung ist höchstens ein Übergang aktiv. Ja, kriegen wir auch hin. Ja, theoretisch können wir das als Endpunkt haben von einem Zustandsdiagramm, dass wir dann nur noch in uns selber stecken bleiben. Kann sogar Sinn ergeben. Irgendeine Notausschaltung oder sowas. Wo dann das halt in irgendeine Schleife geht, damit du da nicht einfach rausgehen kannst und du die komplette, wie auch immer, Strom ausmachen musst und und die Schaltung durch Strom an dann wieder erst auf Reset kriegst. Also das ist dann kein richtiger Reset, sondern wäre durch Strom erst dann wieder neu gestartet. Wie bitte? Ob der noch Ys haben müsste in dem Fall, wenn du Ausgänge hast, dann solltest du noch, also wenn es ein Moore-Zustandsdiagramm ist und du Ausgänge hast, dann müsstest du natürlich noch sagen, was du mit deinen Ausgängen machst. Die hättest du dann schon noch drin. Ja, ob du die Ys noch brauchst, hängt davon ab, also ob du sie wirklich konkret brauchst, hängt davon ab, was du mit deiner Funktion anfangen würdest. Ob du noch irgendwelche Lämpchen ansteuerst, die dann halt sagt, oh, ich bin auf Dauer rot als Warnung oder so. Aber vielleicht machst du auch nichts Sinnvolles. So, also alles richtig, alles valide Punkte. Nur auch mit Blick auf die Zeit sollten wir jetzt zumindest gucken, dass wir jetzt nochmal auf Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit kommen. Damit wir dann noch einmal schauen, wie wir das Ganze festhalten können. Also, wir können einmal haben das Thema vollständig. Und da hatten wir eben gesagt, in jedem Zustand ist für jede Eingangsbelegung mindestens ein Übergang aktiv. Das heißt, im Endeffekt, wenn ich das mit Wahrheitswerten versuche festzulegen, ich muss immer einen Übergang haben. Immer ein Übergang heißt, wenn ich verschiedene Dinge ausprobiere, eine muss irgendwie funktionieren. Genau, die Disjunktion aller Übergänge muss 1 ergeben. Genau richtig. Also, wenn ich meine Übergänge habe, ich habe hier nicht x1 oder den Übergang x1 nicht x0 oder x1 x0. Hat den Wert 1. Okay, das ist jetzt erstmal das ist das, was rauskommen muss. Jetzt muss ich gucken, darf ich das so hinschreiben oder darf ich das nicht hinschreiben? Das ist da, also wenn es wirklich vollständig ist, mein Zustand, dann muss, oder mein Zustandsdiagramm, dann muss das für jeden der Zustände gelten, dass ich, wenn ich in einem Zustand die Disjunktion mache über die ganzen Übergänge, dass dann 1 rauskommt. Wir gucken uns ja Beispiel Zustand Z4 hier an. Heißt, einer dieser drei Übergänge muss auf jeden Fall immer aktiv sein. Was können wir haben bei unseren verschiedenen Fällen? Wir können haben x1
Nee, wir können haben nicht x1. Okay, das heißt, damit haben wir alle Fälle abgedeckt, wo x1 negiert ist. Schon mal gut. Schauen wir uns nochmal an, wie das aussieht mit dem anderen. Was ist denn dann mit den Fällen, wo x1 nicht negiert ist? Also wo x1 x1 ist. Ich gucke einmal hier. Ich habe hier noch x1 mit nicht x0. Und ich habe x1, x0. Okay, das passt gut, weil ich habe damit die Fälle x1 ist nicht negiert, also x1 ist x1. Und ich habe da aber beide anderen Fälle, also dadurch, ich habe zwar noch x0 hier mit drin, aber ich habe beide Varianten von x0 drin. X1 und x0 oder x1 und nicht x0. Damit ist alles abgedeckt, wo x1 x1 ist. Und alles, was nicht x1 ist, die Negation, das habe ich da vorne schon abgedeckt. Das heißt, das, was ich hier habe, darf ich so hinschreiben. Und das passt. Und das ist die Vollständigkeit. Die Disjunktion aller Übergänge hat den Wert 1. Darf ich natürlich nicht einfach nur hinschreiben, sondern muss ich auch prüfen, weil vielleicht ist ja auch mal irgendein Zustand nicht vollständig in einem Zustandsdiagramm in der Hausaufgabe. Dann muss ich natürlich was anderes dahinter. Also dann darf ich da nicht jetzt irgendwie sagen, hier, wie jetzt den Haken hinter oder so, das passt, sondern dann müsste ich sagen, nee, ist nicht vollständig, weil Fall so und so fehlt. Und dann dran denken, für jeden Zustand das so auch zu machen. Das zweite ist die Widerspruchsfreiheit. Auch da ist uns zur Hilfe gegeben, in jedem Zustand ist für jede Eingangsbelegung höchstens ein Übergang aktiv. Okay. Ich darf also nicht in die Situation kommen, dass ich in meinem Zustand mich befinde und nicht entscheiden kann, in welchen Zustand ich weitergehe. Ist auch ein sinnvoller Gedanke, weil im Endeffekt würde die Schaltung dann ja sonst raten, wo ich war, oder der Automat raten, wohin ich weitergehe. Einfach zufällig entscheiden. Vielleicht mal in die richtige Richtung fahre, vielleicht mal in die falsche. Das ist gut, wenn ich irgend so einen Glücksspielautomaten vielleicht machen will, weiß ich nicht. Aber es ist auf keinen Fall gut, wenn ich einen Automaten damit beschreiben will, den ich irgendwie steuern kann. Also es darf höchstens ein Übergang aktiv sein. Heißt mit anderen Worten, es dürfen nicht auf gar keinen Fall zwei oder mehr Zustände, zwei oder mehr Übergänge gleichzeitig aktiv sein. Wie könnte ich das in einer ähnlichen Form wie oben in so einer Formelschreibweise festhalten? Vielleicht brauche ich ein paar mehr Zahlen dafür. Ich will jetzt festhalten, dass auf gar keinen Fall zwei Übergänge gleichzeitig aktiv sind oder sein dürfen. Okay, genau. Die Konjunktion von allen Paaren von Übergängen muss 0 sein. Pro Paar eine Konjunktion. Genau. Also, wenn es heißt, ich darf nicht zwei Übergänge gleichzeitig aktiv haben, dann muss ich für alle Übergänge paarweise prüfen, dass die nicht gleichzeitig aktiv sein können. Gleichzeitig aktiv sein würde heißen, Wahrheitswert 1 am Ende. Zwischen einer Konjunktion zwischen zwei Übergängen. Ich würde also Übergang x1, nee, was ist das? Nicht x1 und x1, nicht x0 nehmen. Ich habe den Übergang x, nicht x1 und x1, x0. Und dann fehlt noch x1, nicht x0 und x1, x0. Und für jede dieser Konjunktionen gilt jetzt, sie darf nicht gleichzeitig aktiv sein. Das heißt, ich darf auf gar keinen Fall bei beiden den Wert 1 rauskriegen. Es muss immer eine 0 rauskommen aus den Konjunktionen.
Okay, ich habe es erstmal wieder wie oben nur hingeschrieben. Jetzt muss ich noch gucken, darf ich das wirklich hinschreiben oder ist das nicht erfüllt? Weil dann müsste ich da irgendwie beschreiben, das ist nicht widerspruchsfrei. Und zwar weil. Gucken wir uns an. Nicht x1 und x1 nicht x0. Kann das gleichzeitig wahr sein? Erste Konjunktion, nicht x1 und x1 nicht x0. Genau, kann nicht gleichzeitig wahr sein, weil ich habe einmal die Negation von x1 in dem einen und im anderen habe ich x1 als direkt wahr. Das x0 ist an der Stelle dann egal. X1 kann nicht gleichzeitig 1 und 0 haben, also wahr und nicht wahr sein. Das heißt, das stimmt schon mal. So. Bei der zweiten Zeile habe ich das gleiche auch nochmal, nur in dem Fall mit einem anderen x0 dabei, aber auch wieder nicht x1 und x1 kann nicht gleichzeitig wahr sein. Und dann gucken wir uns die dritte Zeile an. In dem Fall ist x1 in beiden Fällen x1. Das kann natürlich sein, aber ich habe jetzt hier auf der linken Seite der Konjunktion nicht x0 und auf der rechten x0. Nicht x0 auf der einen Seite, gleichzeitig mit x0 kann nicht gleichzeitig wahr sein. Da wird also nie der Wert 1 rauskommen aus diesem und. Und damit stimmt auch das hier wieder. Und ich habe für diesen Zustand gezeigt, dass niemals, nie zwei Übergänge gleichzeitig aktiv sein können. Beziehungsweise ich habe es aufgeschrieben und danach habe ich geprüft, dass es auch wirklich stimmt. Genau. Auch das eben für jeden Zustand aus dem Zustandsdiagramm einmal durchprüfen. Damit haben wir leider schon wieder ein bisschen länger gebraucht. Aber gut, Hauptsache, es hat euch hoffentlich geholfen. Wenn jetzt nicht noch Fragen sind, dann würde ich euch eine schöne Woche wünschen und viel Erfolg und vielleicht sieht man sich nächste Woche nochmal. Und wenn nicht, dann schon mal schönes Weihnachtsfest oder halt bis nächste Woche.